Und zurück zu einer neuen Folge von The Sims 4. Wir haben in der letzten Folge unser Let's Play begonnen und sind hier eingezogen. Das heißt, heute wird gebaut. Wir müssen überall erstmal Lampen rein, dass man was sehen kann. Erstmal, was man überhaupt baut. So. Mal gucken. Beleuchtung. Diese Lampe möchte ich auf jeden Fall im Schlafzimmer haben, mit dieser Blümchen drauf, finde ich immer so schön. Und gibt irgendwie auch ein schönes Licht, finde ich. Meiner Meinung. ja. Und im Badezimmer. Im Badezimmer kommt diese eine Untertassenlampe, wie die heißt, wenn sie denn wieder finden sollte. Kennt ihr das? Ihr sucht was und findet es nicht? Ich kenne das so gut. Hier. So, das kommt da rein. Und in der Küche. Halt. Ah, Küche könnte eigentlich die hier. Ich finde die schön. Die ist runtergeladen, aber sieht schön aus. So. Die können in der Küche. Och, ist die süß. Im Schneemann. Aber passt nicht so wirklich. Aber hier gibt es auch andere Motive. Im Herzchen. Wird eigentlich eine Single-Wohnung gut passen. Und die nehmen wir einfach mal. Finde ich schön. Ich habe vielleicht auch noch so eine schöne rote Tapete. Mal gucken. So. Dann kommen da erstmal Fliesen. Ich persönlich mag diese Fliesen immer richtig gerne, aber die sind jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, groß, oder? Ja, aber finde ich eigentlich schön. Lassen wir es mal. Hier. Ja. Auch nicht schlecht. Bin einfach mal den hier. Und im Badezimmer. Nehmen wir die. Im Schlafzimmer habe ich an so einen Teppichboden gedacht. Ja. Glaube, die hier gehen. Ja, die gehen nicht mehr weiter weg. Ja. Das waren die. Und das sind so ein bisschen grelle Farben. Ah, sieht auch nicht so aus. Sind so rot. Ja, okay, wir haben jetzt einen Hund, aber würde ich nicht so helle Teppiche nehmen. Echt ja auch nicht. So braun. Eine braune Farbe. Oder? Ja, warum nicht? Okay. Dann kommt mal Wandfliesen für die Küche. Ah. Ich suche eigentlich diese einen, weil ich die immer so schön finde. Ich glaube, die waren bei Wellness-Tag dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob die direkt bei Fliesen waren. Müssen wir alles angeben.
Wir waren nicht bei Wellness. Nee, sind die nicht. Oder waren die bei... Wartet? Gaumenfreuden? Ja, genau. Hier, ich finde die immer so schön mit diesen Streifen dazwischen. Oh, jetzt habe ich alles angemalt. Wollte ich eigentlich nicht. Aber das ändern wir ja noch. So. Ich habe gedacht, da so eine rote Wand. So ein richtig krasses, schönes Rot. Ich, weißt du was? Ich nehme mal die andere Kamera. Ich glaube, mit der kann ich besser handhaben. So, wartet mal. Hier vielleicht auch. Und da so eine Mustertapete. Ich hätte hier so eine schöne runtergeladen, die ich immer so schön finde. Die hier. Hier hinten vielleicht hin. Also einen kleinen, kleinen Farbklecks. Wir wollen es hier ein bisschen gemütlich haben, in unserer ersten eigenen Wohnung. Gut. So in etwa habe ich gedacht. Also, wir könnten hier auch so eine Blümchen Wand reinmachen, Schlafzimmer. So vielleicht. Vielleicht so eine Wand. Und dann noch ein bisschen anstreichen hier im Schlafzimmer. So. Was nehmen wir denn da jetzt am besten mal? So ein Fliederton vielleicht. Natürlich werden wir uns auch noch vergrößern und auch unsere erste Liebe haben. Ich glaube, dass der, naja, mit dem Blümchenmuster vielleicht nicht so zufrieden ist. Und mit der Herzchenlampe. Aber kann man ja noch ändern. Und dann ziehen wir auch irgendwann auch nochmal um, wenn wir das nötige Kleingeld haben. So, wir fangen jetzt erstmal mit der Küche an. Oberflächen. Diese Theke finde ich immer besonders, ja, schön irgendwie. Ich mag die. Aber ich habe gedacht, in so einer farbigen, vielleicht mal vielleicht so gelb. Ich weiß nicht. Halt. Halt, das wollte ich auch nicht. So. Automatisch Theken machen wir mal ein. Da lassen wir ein Stückchen frei für den Hundenapp. Hier muss hier noch so ein Mülleimer hin. Wir gönnen uns natürlich den guten, der auch Geld bringt. So, hier kommt das mal weg. Und das, weil da kommt noch ein Herd und Kühlschrank zwischen. Machen wir zuerst, bevor wir das obere machen. Der ist für richtig Hightech, aber der kostet einen Haufen Geld. Wir hätten hier noch so einen. Der ist auch gelb, ist runtergeladen, aber der ist ja unten so offen. Nee, es sieht nicht aus. Nehmen wir den aber für den Herd.
Sollte jetzt auch nicht so altmodisch sein. Bisschen nach was soll er ja aussehen, ne? Nehmen wir den einfach mal. Kühlschrank. Vielleicht so. Warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Den hier gibt es schon in der Farbe, ne? Wird hier eigentlich auch mehr schwarz passen zu dem Herd. Nehmen wir erstmal ein Schwarz. So, jetzt kommt da oben noch. Diese Theken hin. Ich habe gedacht, wir machen die so versetzt. Eins weiß, eins gelb. Müsste das eigentlich auch ein Weiß? Oder? Was meint ihr? Dann wieder ein Gelb. Halt. Dann wieder in Weiß. Wieder in Gelb. Und wieder in Weiß. Immer zum Abwechseln. Fand ich irgendwie schön, die Idee. So, soll ich da noch so eine Abzughaube? Ich gebe mal ganz kurz den Sheet ein. Move Object on. Weil nämlich, dass wir das so machen können, wie ich es vorhatte. Oder untersetzen. Kommt noch eine Kaffeemaschine. So. Könnten auch eine Eismaschine noch. In so einem Farbplex mal ein Rot. Ist auch so ein bisschen Farbe drin, weil nicht alles so steril ist. Vielleicht eine Mikrowelle. So. Gönnen wir dann gleich den schönen. Und dann Tiere, kommt auch so ein Napf hin. Auch nur das Beste für unseren Liebling. Guck, hier gibt es sogar eine passende Farbe. Perfekt. So. Und wir haben. Oh. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen aufs Geld achten. Das heißt, ein ganz kleiner Tisch auch nur. Das muss ja noch fürs WC reichen. Und. Bad und für Schlafzimmer. Jetzt kommt da nur so ein einfacher Tisch hin. 200. Na. Ja, nehmen wir auch. Und da kommen zwei so einfache Stühle ran. Wir müssen jetzt ein bisschen auf unser Budget achten. Man kann ja immer noch ausbessern, wenn man das Kleingeld dafür hat. Ein PC muss ja auch noch her eigentlich, weil sie sollte ja eigentlich in der, naja, wie sage ich denn, dieser Social-Media-Karriere tätig werden. So. Und jetzt mal mit dem Badezimmer weiter.
Kommt auch erstmal was ganz Einfaches hin. 399. 250. 140. Ja, noch besser hier. So ein Hänge-WC. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Noch eine Dusche. Da sollte vielleicht nicht ganz die billigste, weil dann dauert es so ewig, bis sie geduscht haben. Einhorn, Traumdusche. Dusche des Einklangs. Ah. Wartet. Machen wir nochmal in der Richtung. Muss ja noch ein Waschbecken her. So eins. So. Jetzt Deko. Und eine Rolle Klopapier. Ach. So. Und Handtuchhalter. Musste auch noch her. Ein Spiegel. Wer war das? Mir fällt gerade auf, ich wollte da ja eigentlich so einen Eingangsläufer machen. Ja. Raum. Willkommen. Passt eigentlich am besten. Ja. Aber liebe Freunde, das war's denn wieder für heute. Wir sehen uns dann morgen in der neuen Folge. Und dann bauen wir den Rest. Wir werden vielleicht in der nächsten Folge schaffen. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Tschüss.